Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute bauen wir die Atlantis 2. Danach verbessere ich sie, fliege sie und lande sie wieder. Also genau wie gestern, wo ich die Atlantis 1 gebaut, geflogen und gelandet habe. Und ja, fangen wir einfach mal an. Nämlich mit den Hawk-Triebwerken. Darüber kommen zwei kleine Treibstofftanks. Beide in Silber, beide komplett schraffiert. Dann in die Mitte ein Frontiertriebwerk, damit das ein bisschen effizienter wird. Dann nehmen wir zum riesengroßen Treibstofftank nochmal die Hälfte davon und nochmal ein ganz kleines Stück. Ich weiß nicht genau, warum ich das damals so gemacht habe. Ist auch schon eine ganze Zeit her. So, den unteren großen Tank, den schraffieren wir nochmal zur Hälfte. Und machen noch so einen Separator wieder mit so einer 2 Felder großen Lücke. Dann schnappen wir uns wieder die kleine aerodynamische Abdeckung, packen sie hier hin, nehmen uns Landebeine, ja warte mal, so, warum war es richtig, dann wieder diese strukturellen Teile hier und packen sie da so rein. Das machen wir auch noch Silber. Dann brauchen wir hier noch 2 kleine Teile. Und hier die großen Landebeine. Dann muss hier noch eine Sonde rein. Und zu guter Letzt hier noch ein 6-breiter Treibstofftank, der grau ist. Dann brauchen wir hier noch ein paar RCS-Düsen. Wieder lassen wir hier eine 2 große Lücke. Lassen wieder eine 2 große Lücke und packen nochmal 2 hin. Nochmal eine 2 große Lücke und nochmal RCS-Düsen. Jetzt kommen wir wieder zur Nutzlastverkleidung, genau wie gestern. Ich nehme immer 3 Stück von denen. Wenn ihr schlau seid, nehmt ihr so ein 8-breites Teil und diese große Spitze. Und dann habt ihr es schon. Das macht ihr dann nur noch Silber. Dann können wir uns das schon mal angucken. So, sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kommen wir zur Verbesserung, die ist wirklich minimal. Also man kann sie kaum als Verbesserung ansehen. Einfach diesen klitzekleinen Tank wegnehmen. So. Und packen das 2 Felder tiefer. Und dann haben wir es auch schon. So, jetzt packen wir noch eine kleine Nutzlast da rein. Ich denke da so an das, was ich gestern schon gebaut habe. Also hier haben wir 2 Tonnen, 22, 22,4, 26,4, 26,8, 27,8 und 26,9, das ist wieder genau an der Grenze. 28 Tonnen ist Maximum, das wiegt 27,9 Tonnen. Ich würde sagen, das fliegen wir jetzt einfach mal wieder in einen Erdorbit. So, dann fahren wir mal hier wieder die Landebeine aus. Machen wieder alle 3 Triebwerke an und fliegen los. Und immer schön der Winkelanzeige oben links folgen. Das heißt, jetzt zeigt ihr auf 5. Also langsam, langsam drehen. Und immer weitermachen. Jetzt ist es schon auf 20.
Jetzt ist es auf 30. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Da kann ich dann den genauen Flugverlauf sehen. So, wir sind schon in der Höhe von 10 Kilometern. Einfach noch ein bisschen länger feuern. Jetzt langsam Schub rausnehmen. So, ein bisschen in die Flugrichtung drehen, dann haben wir weniger Luftwiderstand. Kleinen Zeitraffer. Die Hülle öffnen. Drehen und jetzt machen wir die Hawk-Düsen aus. Weil die nicht so effizient sind. Wir fliegen jetzt nur noch mit der mit der Frontierdüse weiter. Und immer schön versuchen, dass die Apoapsis, also der höchste Punkt, vor einem liegt. Man kann es auch fokussieren, dann kann man es vielleicht besser einschätzen. Immer weiter eindrehen. Immer nur kleine Stücke. So, wir erreichen langsam 1,6 Kilometer. Da können wir auch den mit dem Schubregler ein bisschen spielen. So. Einfach in der Nähe bleiben auf jeden Fall. Gleich ist es geschafft. Na komm, es fehlt nicht mehr viel. Und da haben wir den niedrigen Orbit erreicht. So, wir haben noch 11%. Jetzt haben wir 10, das reicht auf jeden Fall. Nein, jetzt erst Düsen aus. Abkoppeln. Bisschen weiter fliegen, dann wieder umdrehen. Ich habe jetzt schon die Landebahn rausgemacht und jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung fliegen, bis 1,5 Kilometer pro Sekunde und dann RCS-Düsen aus. Und einfach in die Erdatmosphäre eindringen. So, in der letzten Folge machen wir das nochmal so. Ich mache es jetzt mal extra ein bisschen tiefer, um es euch zu zeigen. Jetzt sind wir bei 6 Kilometern, sind ziemlich schnell drauf. Ihr seht das an der Rakete, wie die wackelt. Ich glaube, das geht sogar noch. Ich habe das auch mal tiefer gemacht und dann hat es nicht mehr geklappt. Also auf jeden Fall nicht unter 6 Kilometern in Höhe sein. Sonst kracht ihr auf jeden Fall in den Boden rein.
Ja, aber wir haben auch noch ziemlich viel horizontale Geschwindigkeit. Also hier von links nach rechts fliegen wir auch noch ziemlich schnell. RTS-Düsen an. Schub auf 60. Und Zündung. Jetzt müssen wir die horizontale Geschwindigkeit ausbremsen, bevor wir landen können. So. Jetzt haben wir fast keine horizontale Geschwindigkeit mehr. Bisschen schneller, ein bisschen langsamer, immer mal wieder bisschen was drehen. Und da sind wir sicher gelandet. Jetzt erst Düsen aus. Wir haben noch 4,5%, also das geht locker. Das sollte auch gut für Anfänger sein. Das ist eine recht leichte Rakete. So, jetzt können wir nochmal hier gucken. Ja, da haben wir noch vollen Treibstofftank. Ich glaube nicht, dass man damit zum Mond kommt. Ich habe es nicht ausgetestet. Aber ihr könnt ja im Grunde auch alles machen, was ihr wollt damit. Gut, Leute, dann war's das auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge kommt dann die Atlantis 3 dran. Und da werden wir auch wieder bauen, fliegen, bauen, verbessern, fliegen und landen. Also Leute, bis zur nächsten Folge und tschüss.